Adam und Eva waren nach der biblischen Erzählung die ersten Menschen auf der Erde. Doch wer waren Adam und Eva wirklich und wer hat sie erschaffen? Es gibt die Vorstellungen, dass Adam und Eva von einer hochentwickelten außerirdischen Rasse erschaffen wurden oder dass sie Zeitreisende sind, die aus der fernen Zukunft in die Vergangenheit gereist sind. Manche Menschen sind sogar davon überzeugt, dass Adam und Eva geheime Nachkommen haben, die heute noch leben. Diese Nachkommen halten ihre wahre Abstammung verdeckt und verfügen über ein verborgenes Wissen über die Entstehung der Menschheit und das Universum. Sie sind in allen wichtigen Bereichen der Gesellschaft vertreten und kontrollieren das Weltgeschehen. In diesem Video werden wir dir unglaubliche und zum Teil unheimliche Theorien vorstellen, die dein Weltbild verändern werden. Doch bevor wir loslegen, würden wir uns über ein Abo und einen Daumen nach oben sehr freuen. Nun aber lasst uns starten. Wer waren Adam und Eva? Adam und Eva sind zwei Figuren, die laut der biblischen Erzählung im Buch Genesis als das erste menschliche Paar erschaffen wurden. Sie werden als die Stammeltern der Menschheit angesehen und lebten im Garten Eden, einem paradiesischen Ort. Garten Eden, der paradiesische Ort. Der Garten Eden spielt eine zentrale Rolle in der Geschichte von Adam und Eva. Laut der biblischen Erzählung war der Garten Eden ein paradiesischer Ort, in dem Adam und Eva in harmonischer Gemeinschaft mit Gott lebten. Der Garten wurde als ein Ort der Fülle und des Wohlbefindens beschrieben, in dem es an nichts mangelte. Der Garten Eden wird oft als ein symbolischer Ort des ursprünglichen Zustands der Menschheit betrachtet, bevor der Sündenfall stattfand. Es wird gesagt, dass der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse im Garten stand und dass es Adam und Eva verboten war, von seiner Frucht zu essen. Der Sündenfall, bei dem Adam und Eva der Untersagung Gottes nicht gehorchten und von der verbotenen Frucht aßen, führte zu ihrer Vertreibung aus dem Garten und zum Eintritt des Bösen und der Sünde in die Welt. Die genaue Lage des Gartens Eden ist unbekannt und wird in verschiedenen religiösen Überlieferungen unterschiedlich interpretiert. Einige sehen ihn als einen realen Ort auf der Erde, während andere ihn eher als metaphorische Darstellung verstehen. Wer schuf Adam und Eva? Laut der biblischen Erzählung wurden Adam und Eva von Gott erschaffen. Gott formte Adam aus Erde und hauchte ihm den Lebensatem ein, während Eva aus einer Rippe von Adam erschaffen wurde. Sie wurden von Gott in den Garten Eden gesetzt und erhielten den Auftrag, den Garten zu pflegen und zu bewahren. Außerirdische Erschaffer. Eine Theorie besagt, dass Adam und Eva von einer außerirdischen Rasse erschaffen wurden, die die Entwicklung der Menschheit überwachte. In dieser Theorie wird davon ausgegangen, dass die Außerirdischen die menschliche Rasse möglicherweise als Experiment betrachteten oder die Absicht hatten, eine Kontrollgruppe für weitere genetische Manipulationen zu schaffen. Diese intelligenten Außerirdischen verfügten über fortgeschrittene Technologien und hatten ein tiefgreifendes Verständnis von Genetik. Sie haben Adam und Eva gezielt erschaffen und in den Garten Eden gesetzt, um die Entwicklung der menschlichen Spezies zu steuern und zu beobachten. Es wird auch spekuliert, dass die Außerirdischen Adam und Eva mit bestimmten Eigenschaften oder Fähigkeiten ausgestattet haben. Diese Eigenschaften könnten genetisch bedingt gewesen sein, wie zum Beispiel eine höhere Intelligenz oder bestimmte körperliche Merkmale. Zeugen einer fortschrittlichen Zivilisation. Eine weitere Theorie besagt, dass Adam und Eva Zeugen einer hochentwickelten Zivilisation waren, die in der Vergangenheit existierte. Sie hatten Zugang zu Technologien und Wissen, die heute verloren oder vergessen sind. Gemäß dieser Theorie könnte es eine fortschrittliche Zivilisation gegeben haben, die weit über das hinausging, als das, was wir Menschen bis dato erreicht haben. Sie haben sehr wahrscheinlich erstaunliche Technologien, wissenschaftliches Verständnis und spirituelle Weisheit besessen. Adam und Eva könnten Teil dieser Zivilisation gewesen oder zumindest von ihr beeinflusst worden sein. Der Garten Eden wird in dieser Theorie als ein symbolischer Ort betrachtet, der die Überreste dieser untergegangenen Zivilisation bewahrt.
Die im Garten vorkommenden Wunder und die außergewöhnliche Vielfalt an Pflanzen und Tieren könnten auf den Einfluss dieser fortschrittlichen Zivilisation hinweisen. Manche glauben, dass der Garten Eden möglicherweise ein Ort der Bildung und des Wissens war. Adam und Eva hatten vermutlich Zugang zu Technologien und Informationen, die verloren gegangen sind oder von den heutigen Menschen nicht verstanden werden. Sie könnten die Kenntnisse und Fähigkeiten dieser Zivilisation genutzt haben, um den Garten zu bewirtschaften und ein harmonisches Leben zu führen. Es wird auch spekuliert, dass der Sündenfall und die Vertreibung aus dem Garten Eden symbolisch für den Verlust des Wissens und der fortschrittlichen Errungenschaften dieser Zivilisation stehen. Adam und Eva könnten ihren Zugang zu diesem Wissen verloren haben, was zu einem Verlust an technologischem Fortschritt und spirituellem Verständnis in der nachfolgenden menschlichen Geschichte führte. Zeugen einer prähistorischen Atomkatastrophe. Es gibt die Vorstellung, dass Adam und Eva Zeugen einer prähistorischen Atomkatastrophe waren. Die biblische Erzählung vom Sündenfall und der Vertreibung aus dem Garten Eden soll in Wirklichkeit eine metaphorische Darstellung einer nuklearen Katastrophe sein, die vor langer Zeit auf der Erde stattgefunden hat. Es soll in der Vergangenheit eine fortschrittliche Zivilisation existiert haben, die über nukleare Technologien verfügte. Adam und Eva lebten möglicherweise in einer solchen Zeit und wurden Zeugen einer verheerenden Atomkatastrophe. Die biblische Erzählung vom Sündenfall könnte symbolisch für die Katastrophe stehen. Der verbotene Baum der Erkenntnis von Gut und Böse könnte als Metapher für den Einsatz von Atomwaffen oder den Umgang mit gefährlicher Technologie verstanden werden. Der Verzehr der verbotenen Frucht könnte ein Hinweis auf die Auswirkungen dieser Atomkatastrophe sein. Die Befürworter dieser Theorie weisen auch auf die Elemente in der biblischen Erzählung hin, die auf technologischen Fortschritt hindeuten, obwohl sie zeitlich nicht passend sind. Zum Beispiel wird erwähnt, dass Adam und Eva Kleidung aus Tierfellen trugen, obwohl die Fähigkeit, Kleidung herzustellen, zu dieser Zeit vermutlich noch nicht vorhanden war. Dies könnte darauf hindeuten, dass sie Überlebende einer fortgeschrittenen Gesellschaft waren, die durch die Atomkatastrophe zerstört wurde. In diesem Zusammenhang könnte man die Vertreibung aus dem Garten Eden als eine sinnbildliche Darstellung der Zerstörung und des Zusammenbruchs dieser hochentwickelten Zivilisation deuten. Adam und Eva waren womöglich gezwungen, den geschützten Ort zu verlassen und in einer postapokalyptischen Welt zu überleben. Geheime Nachkommen. Eine hochinteressante Theorie besagt, dass Adam und Eva geheime Nachkommen haben, die bis heute existieren. Laut dieser Hypothese sollen im Laufe der Jahrhunderte bestimmte Gruppen oder Linien ihre wahre Abstammung von Adam und Eva verdeckt gehalten haben. Diese Nachkommen könnten geheime Gesellschaften oder elitäre Gruppen bilden und ein privilegiertes Wissen oder eine spezielle Verbindung zu ihren Vorfahren haben. Gemäß dieser Theorie gibt es eine Linie von Nachkommen, die sich bewusst dazu entschieden haben, ihre wahre Abstammung zu verbergen, sei es aus religiösen, politischen oder anderen Gründen. Diese Nachkommen sollen in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft vertreten sein, wie zum Beispiel in einflussreichen Familien, Geheimbünden, kulturellen oder spirituellen Gruppierungen. Es wird angenommen, dass diese geheimen Nachkommen von Adam und Eva ein privilegiertes Wissen haben. Dieses Wissen könnte verschiedene Aspekte umfassen, wie zum Beispiel verborgene Lehren, spirituelle Praktiken oder sogar Kenntnisse über Technologien oder historische Ereignisse. Sie könnten in der Lage sein, auf ein spezielles Netzwerk oder Ressourcen zuzugreifen und großen Einfluss auf politische, wirtschaftliche oder soziale Angelegenheiten zu nehmen. Waren Adam und Eva Zeitreisende? Es gibt auch die Idee, dass Adam und Eva Zeitreisende waren, die aus einer anderen Zeit oder Dimension in den biblischen Garten Eden gelangten. Diese Auffassung erklärt möglicherweise die zeitlich unpassenden Elemente in der Geschichte von Adam und Eva und lässt Raum für Spekulationen über ihre Herkunft und ihre Fähigkeiten. Adam und Eva verfügten nämlich über Technologien und Kenntnisse, die ihrer Zeit weit voraus waren.
Beispielsweise könnte der verbotene Baum der Erkenntnis als eine Art Zeitreisetechnologie interpretiert werden. Ist die Geschichte von Adam und Eva vielleicht eine Art Zeitreiseexperiment? Die Tatsache, dass Adam und Eva über Dinge wie Landwirtschaft, Kleidungsherstellung oder Sprache verfügten, die zu dieser Zeit noch nicht etabliert waren, könnte darauf hinweisen, dass sie aus einer fortgeschrittenen Gesellschaft stammen, in der solche Entwicklungen bereits stattgefunden hatten. All das könnten Hinweise darauf sein, dass Adam und Eva aus einer Gesellschaft oder einer Zukunft stammen, in der Zeitreisen möglich sind. Sie könnten gezielt in die Vergangenheit gereist sein, um bestimmte Ereignisse zu beeinflussen. Aber was genau könnte das Ziel dieser Mission gewesen sein? Und wer könnte Adam und Eva in die Vergangenheit geschickt haben? Menschen aus der Zukunft. Adam und Eva wurden von uns Menschen aus der Zukunft geschickt, um die Entstehung der Menschheit zu sichern. Diese Hypothese geht davon aus, dass unsere zukünftigen Nachkommen ein starkes Interesse an der Sicherung der menschlichen Entwicklung haben und Maßnahmen ergriffen haben, um diesen Prozess zu lenken. Die Menschen aus der Zukunft könnten erkannt haben, dass bestimmte Ereignisse oder Wendepunkte in der Vergangenheit von großer Bedeutung für die Entstehung und Entwicklung der Menschheit sind. Um sicherzustellen, dass diese Ereignisse stattfinden, könnten sie Adam und Eva gezielt in die Vergangenheit geschickt haben. Die Zeitreise von Adam und Eva könnte somit Teil eines komplexen Plans gewesen sein, um die menschliche Entwicklung in die gewünschte Richtung zu lenken. Die Befürworter dieser Theorie argumentieren, dass die Geschichte von Adam und Eva, ihre Rolle im Garten Eden und ihr Einfluss auf die Menschheit als bewusster Eingriff unserer zukünftigen Nachkommen betrachtet werden können. Diese Maßnahme diente dem Ziel, bestimmte genetische Entwicklungen zu fördern, die für die Entstehung und das Wachstum der Menschheit von Bedeutung sind. Vielleicht hatten Adam und Eva besondere Eigenschaften oder genetische Merkmale, die sie zu idealen Kandidaten für diese Mission gemacht haben. Sie könnten über ein einzigartiges genetisches Material verfügt haben, das für die Zukunft der Menschheit von großer Bedeutung ist. Nun freuen wir uns auf eure Kommentare. Schaut gerne auch die anderen Videos unseres Kanals an. Vielen Dank fürs Zuschauen.